Hallo Joko, hallo Klaas. Kennt ihr diese Tests à la welcher Simpsons-Charakter bin ich? Ich habe so einen Test gemacht, welcher deutsche Singer und Songwriter bin ich eigentlich? Und rauskam Felix Jehn. Tja, ihr seht, das ist nicht so einfach, weiß ich selber. Und ich kenne mich eigentlich ganz gut. Ich habe mich gefragt, wie gut kennen sich Joko und Klaas eigentlich wirklich? Seid ihr wirklich Freunde oder einfach schlecht begabte Laiendarsteller? Wie gut könnt ihr den anderen einschätzen? Das ist euer Spiel. Steven erklärt alles im Studio. Was denkst du, was ich denke, dass du denkst, sei es? Vielen herzlichen Dank an Clouseau. Also, das Spiel Nummer 3 trägt folgenden Titel. Was denkst du, was ich denke, dass du denkst, sei ich? Also, bei dem Spiel ist es sehr wichtig, dass ihr beide euch gegenseitig gut einschätzen könnt und vor allen Dingen auch kennt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Gegner. Und wir freuen uns sehr, dass sie wieder zurückgekommen sind, um Rache zu üben für die Niederlage beim letzten Mal. Hier sind Sido und Teddy! Hallo. Und Chef, komm rein. An meine Seite. Sido, meine allererste Frage. Du weißt, wo du bist und was du tun sollst. Gewinn. Genau, sehr gut. Sehr gut, das ist schon mal der erste Schritt. Teddy, beim letzten Mal habt ihr verloren. Und du wann haben wir verloren? Beim letzten Spiel. Und dann habt ihr im Backstage-Bereich eine Tasse. Du hast eine Tasse geklaut. Ja, aus Rache. Ich weiß und nicht, du warum. Hast noch 50 Euro von uns. Stimmt. 50 Euro in der Tasse. Aber die waren gut. Zack, zack, waren in der Tasche. Ne? Da hast du mir noch ein Video geschickt vom Flughafen. Ja. Guck mal, ich habe noch die 50 Euro vom Spiel. Und dann kommt Teddy dahinter und ich habe die Tasse. Übrigens waren die 50 Euro fake. Wir haben tatsächlich jetzt so ein paar Sachen einfach bereitgelegt, die ihr dann klauen könnt, damit ihr ein gutes Gefühl habt. Nachher. Die haben wir extra in die Garderobe gelegt. Also das Spiel heißt, was denkst du, was ich denke, dass du denkst, sei ich. Kommt mal bitte mit, ich erkläre es euch hier direkt an einem großartigen Beispiel. Wenn du denkst, kennst du die? Ja, den kenne ich. Es geht jetzt darum, allen vier hier Beteiligten bestimmte von ProSieben ausgewählte Fotos zuzuordnen. Der Teampartner sieht allerdings nicht, was ihr in dieser Sekunde macht, welche Fotos ihr sozusagen auswählt und den Beteiligten heute Abend zuordnet. Es geht am Ende um die Übereinstimmung. Ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, Sido und Klaas fangen mit dem Zuordnen an. Ihr sagt zum Beispiel, Brokkoli sieht aus wie Klaas, Knoblauch sieht aus wie Joko, Artischocke sieht aus wie Teddy und der Warzenkürbis sieht aus wie Teddy. Joko. Wie Sido. Ne? Ihr ordnet das zu. Am Ende geht es um die Übereinstimmung. Das heißt, Klaas und Sido starten, dann kommen Teddy und Joko raus und ihr müsst dann ebenfalls die Namensplätzchen an der Stelle platzieren und bei Übereinstimmung gibt es einen Punkt. Ich glaube, wir spielen das, weil ich verwirre euch. Ich habe gar nichts verstanden. Ich weiß, du hast auch gar nicht zugehört. Das macht auch gar nichts. Ihr habt's kapiert. Wir spielen insgesamt 3 Runden. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Sido und Klaas, ihr bleibt hier. Teddy und Joko, ihr geht bitte da hinten in die Kabine. Wo gehen wir hin? Da hinten? So, ihr geht da rein. Nee, hier ist die Tür. Rechts, rechts ist die Tür. Ich mach dir die Tür auf. Nein, nein, es geht genau. Rein, so, wartet kurz. Wir tauschen das natürlich zusammen. Um. Es geht nicht ums Gemüse jetzt, sondern es geht um andere Dinge. Die haben Spaß. Guck mal. Ah, wunderbar. Gut, jetzt legt los. Also, ihr habt es verstanden, ne? Ja. Welche Person assoziiert ihr mit welchem Auto? Nee, hier, guck mal, hier oben gibt es extra ein rotes Feld mit Magnet. Okay. Gut. Wunderbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, komischerweise. Nee, oben auf die Magnettafel, hier oben. Genau, ins silberne Feld. Du musst da hin. Genau. Habe ich gleich gesehen. Mach nicht silber und rot. So. So, also. Da denke ich so ein bisschen. Joko, der mag ja mal Sachen, die kleiner sind als in echt. Ne? Das findet er sehr witzig. Okay. Also wenn er was auch größer ist, er hat zum Beispiel so ein Feuerzeug, was eigentlich klein ist, aber sehr groß ist, findet er sehr witzig. Ja. Dieses Auto würde der so witzig finden, dass er sofort damit fahren möchte. Ja, aber du bist der Einzige, der da reinpasst in das Auto von uns. Ja, das kann sein. Ja. Das kann sein. Aber ihr denkt dran, also nicht nur, welche Person ihr mit dem Auto assoziiert, sondern vor allen Dingen, was euer Teampartner gleich macht. Weil nur bei einer Übereinstimmung gibt es natürlich einen Punkt. Hier würde ich auch sagen, Teddy, weil er offenbar jetzt, wenn er hier so eine Tasse klaut. Weil er so viel Müll im Kopf hat. Nee, das nicht, aber ich glaube, dieses Durcheinander,
das passt ein bisschen zu Teddy. Und weil er halt hier bei uns offenbar eine Tasse mitgenommen hat. Also offenbar hat er für so ein Herz für so Krimskrams, also mit sich rumschleppt. So. Hier? Der hortet offenbar gerne. Habe ich einfach so gedacht, also ich glaube, den hat Joko sogar. Den Fiat Multipla. Es ist mit Abstand also das hässlichste Auto der wirklich Erde. Wahnsinn, ne? Und das Auto, das... Passt perfekt zu... So. Da steht mein Name jetzt, ja? Ja, ich würde da Sido dran schreiben. Okay, das lässt du so? Weil du hast mehrere Autos und vor allem hast du eins nicht. Nein. Du hast... Ich habe ein Auto. Aber ich habe... Was würdest du sagen? Du hast ja keinen Führerschein, ja, vor allen Dingen, ne? Also deswegen... also ja, du lässt dich ja immer nur fahren, ja, und dann dachte ich, ist dir das vielleicht egal. Hier hast du schön viel Platz. Aber du bist jetzt hier, du lässt das so? Ich lass das okay, so, okay, ja, wunderbar. Ja. So. So. Magnettafel darüber. Und das natürlich ist klar, weil... Logisch, absolut logisch. Sehr, brauchst du gar nicht sagen. Cooles Auto alle. Und ich bin so ein Lamborghini-Typ, das weiß man ja. Ja, so. Klaas und Sido, ihr stellt euch bitte hier auf diese Position. Ich habe ja Badelatschen von Lamborghini. Ja, ja. So, ich versuche jetzt den beiden kurz mal, die haben so viel Spaß da drin. Wollen wir sie noch ein bisschen spielen lassen, oder? Ist da genügend Luft drin, oder? Ja, ja. Komm ja, raus. Wir mussten ja auch irgendwie unsere Zeit. Ja, ihr hattet Spaß. Gut. Also, ihr habt das verstanden. Teddy, du hast da diesen roten Namenshaufen und ja, Joko den hier. Also, ihr müsst jetzt überlegen. Das sind ja ganz andere als vorher. Autos. Welches Auto assoziiert ihr mit welcher Person von euch vieren? Oder beziehungsweise, was glaubt ihr, was hat Klaas gesagt? Was glaubst du, hat Sido gesagt? Nur bei einer Übereinstimmung gibt es einen Punkt. Du kannst ja mal sagen, warum. Weil du musst ja überlegen, also hast du das Spiel verstanden? Ja, ich habe das Spiel verstanden. Es geht um Übereinstimmung. Ja, ja, klar, nicht, aber die Logik wäre ja jetzt, aber die Logik wäre ja jetzt zu sagen, wir suchen uns etwas, was uns in der Herleitung sehr nah zusammenbringt, aus dem einfachen Grund, weil, wenn wir jetzt nach Merkmalen dieser Autos suchen würden, würde ich sagen, kleinstes Auto, Klaas klein, passt. Gut, wenn das deine Argumentation ist, ist das wunderbar. Also, Gesetz ist ja nicht gesetzt, ne? Ihr dürft nicht helfen. Ich habe nicht geholfen. Ich wollte einmal. Nein, du kannst ja nur genießen. Ich wollte nur wissen, ob er das Spiel kapiert. Okay, das ist klar, Herr. Ja. Also bei sowas ist halt total blöd, weil dann kommen wir in einer halben Stunde drauf, er rafft es gar nicht und dann. Ja, dann musst du ihn morgen anrufen. Manchmal ist es ja so, dass er das dann. Ja, aber das ist für mich immer sehr ärgerlich, wenn ich merke, er hat das nicht mal im Ansatz. So. Also bei Sido würde ich zum Beispiel zu diesem Vehikel tendieren, weil ich einfach weiß, dass Sido sehr gerne schnelle Autos mag. Und er mag sehr schnell gerne Autos. Er mag sehr schnelle Autos. Er mag sehr gerne schnelle Autos. Ich verrate nichts. Das Ding ist so, ne? Wenn ich meinen Namen jetzt hierhin, dann ist es so auch irgendwie asozial von euch, weil ihr denkt, okay. Was? Dann ist es auch asozial. Ja, wenn wir überlegen, sind sie asozial und wollen Punkte machen oder sind sie nicht asozial? Die sind ganz klar, also dem Klaas würde ich sowas zutrauen, dass er einfach sagt, klar, hey, der Bus mit dem Zeugs drauf, mit dem plastikschönen Teddy, auf jeden Fall. weil das ist auch nicht Kuckuck, weil das ihr meint. Das ist so. Sag mal, könnt ihr euch mal entscheiden? Ey, kannst du uns mal nicht so anschreien, weil das ist eine Streitsituation. Ich habe noch nicht mal angefangen zu schreien. Also, ich weiß es. Das hast du eben schon gesagt. Jetzt lass mich mal in Ruhe, okay? Okay, ich starte gleich einen Countdown. Wenn dann die Plättchen nicht kleben, gibt es keine Punkte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Teddy, leg los. 1 und 0. Boom. Schluss. Wunderbar. Danke euch. Gut. Ja. Also, wir gehen jetzt mal kurz durch. Ihr habt beide gesagt eben gerade, das ist definitiv Sido. Mhm. Schnell. Was? Warum? Ich bin Lamborghini-Typ. Hä? Hey, da frag ich mich. Hä? Willst du mich verarschen? Also, eine Übereinstimmung. Willst du mich verarschen? Du bist alles, aber nicht dieses Auto. Warum? Mach das nicht, was du sein willst. Also, an dieser Stelle, der erste Punkt.
Der erste Punkt für das Team Sido aber und Teddy. Aber ganz kurz, ja. Mir sagen, ich hätte das Spiel nicht verstanden. Oh mein Gott. Du kennst mich einfach nicht. Selbstwahrnehmung und Realität. Also, ey, du kennst mich nur auch von der Arbeit. Ich bin privat, bin ich ein Lamborghini, warum assoziierst Alter. Du Teddy mit diesem Auto? Ja, weil ich dachte ganz kurz an... Er denkt, er ist cool. Ja. Ich hab überlegt. Kann ich auch sagen, warum ich gedacht habe, das ist Joko? Ja? Kopfform und Körperform einfach. Und guckt euch an. Sie, der zweite Punkt für Teddy und Sie. Ja, 2-0. Der hat es auch nicht verstanden. Nein, der war du hast es nicht verstanden. In dem gut. Fall. Teddy, damit hast du dir. In dem Fall war das noch über. Extrem. Und weil er keinen Führerschein Probleme hat. Probleme gemacht? So. Warum? Ja, du hast ja gesagt, dass du eigentlich keinen Bock hast, das da hinzukleben, weil es asozial ist. Ja, ich meine das gleich nachher. Und? Hey. Aber du musst wissen, dass ja, aber, okay, Joko, aber du hältst dich eher für das. Ja, weil ich Klaas kenne und er denkt sich halt so, guck ihn dir an, wie er ankommt. Ne? Er hat einen riesen. Ich kann nur eins sagen, das ist der dritte Punkt für Sido und Teddy. Und das hier ist der vierte Punkt. 4-0. Kann ich zu euch ins Team? 4-0. Also da muss ich sagen, wir haben gesagt, wir gewinnen euch wieder. Ihr seid eins. Hey, bei euch Frage, ist es noch ein bisschen schwierig. Können wir ganz kurz mal was machen? Nur ganz kurz? Ja. Okay. Gut. Rein in die Kabine, Sido und Klaas. Ihr geht jetzt bitte rein. Teddy oh und Gott. Joko, ihr bleibt hier. Wir bauen so das schnell um. Spiel, Alter. Danke euch. Es ist einfach so geil, wenn man die ganze Zeit gewinnt. Ein Applaus bitte für Leon und Jakob für die Hilfe hier. Danke euch. Danke. Ja. Hab ich das Spiel nicht verstanden, oder er? Nee, du hast es verstanden. Er hat mich auch so dumm verunsichert. Nein, er hat ja mit dir diskutiert, weil er dir weiß, man wollte. Du hast es nicht verstanden. Nee, du hast ihn von uns, ich hab's gesehen. Gut, wir kommen zu den nächsten Bildern. Und ihr müsst bitte diese Frisuren mit den einzelnen Personen in Verbindung bringen. Gut, nimm dir deinen Stapel, Joko. Das ist mein? Ja. So, Teddy, du nimmst dir deinen Stapel. Also, auch jetzt wieder daran denken. Assoziiert die Person mit einer Frisur. Ich kann noch mehr ändern und so, ne? Ja, du kannst erstmal jetzt. Weil ich kann mir das komplette Bild dann angucken, ne? Ja, kannst du das komplett. Genau, mach mal weiter in der Mitte. Das ist Safe Class, ne? Ja, es ist einfach eine. Das ist mal der Einzige, der so eine Frisur schneiden könnte. Voll. Du weißt schon, dass das hier rüber muss, ne? Ja, genau. Ach so. Nee, aber ist gut. Aber mir sagen, ich hätte das Spiel nicht verstanden. Ja, und das ganz klar hörst. Ja, wir sehen ja gleich, ob ihr das Spiel nicht verstanden habt. Wir sind uns komplett, wir sind einig. Ziggy hatte mal ein Album, da war auf dem Cover mit so einem Seitenscheitel. Ja? Nee. Klaas ist so on point, ich freue mich gerade richtig, dass wir Klaas... wollen wir kurz raten, wen er für sich aussuchen wird? Na klar. Ja? Klaas sieht sich so. Also ich halte nochmal fest, wenn die Runde gleich genauso katastrophal verläuft... Ich habe alles richtig gemacht. Dann habt ihr keine Chance mehr zu gewinnen, ne? Dann ja, dann ist das so, aber dann habt ihr sie zerstört. So, kommt Sido und Klaas. Wir haben neue Bilder. Hier sind sie. Schaut es euch an. Nehmt euch bitte die Namensplättchen. Ja. Und auch jetzt wieder, welche Frisur assoziiert ihr mit welcher Person? Und denkt euch nochmal in den Kopf eures Mitspielers rein. Aber... Sigi, das erste Gefühl, das du hattest. Ja? Das darf ich ihm sagen. Ja, das darfst du. Aber ihr stellt euch beide hier in die Ecke, okay. Ihr genießt, schweigt, schaut es euch an. Das ist nicht so einfach. Der sieht ein bisschen aus wie Mark Tavassol, ne? Stimmt. Ein bisschen aus wie mein Bandleader von Gloria. Ist das. Also, ihr sollt nicht die Plättchen da einkleben für die Frisur, die ihr euch wünscht, sondern... Also, bei mir ist das so, aber... Ja? Okay. Ich dachte, okay, die hätte ich gerne von allen, die hier sind. Also, ja? Eine Frisur hatte ich auch schon mal. Nach dem Urlaub immer.
Manchmal sehe ich so aus. Einmal, weißt du, als ich einmal in Italien zurückkam, da sah ich so aus ungefähr. Da waren wir sogar noch im Frühstücksfernsehen. Da dachte ich, ich sehe aus wie ein Löwe, dachte ich. So, machen wir weiter. Teddy und Sido. Ah, guck mal, Sido macht nochmal alles Schildchen neu. Gut, also es geht jetzt um wichtige Punkte für euch. Wir fangen an mit diesem großartigen Haarschnitt. Also Sido, den wünschst du dir. Schon vorbei jetzt? So willst du dir gerne die Haare schneiden lassen? Willst du das so lassen? Ja, von all den Frisuren? Ja, ja, aber Diggi, Frisur, willst du das deine Frisur? Alles? Ja. Also, ihr habt beide Sido gesagt? Ich hatte Fukuhila früher. Ja? Es gab eine Zeit, da habe ich Fukuhila getragen, gezwungenermaßen. Wie alt warst du da? 9 oder so. Ich hab auch einen Urlaub, weil meine Mutter mich einfach zum Juwelier geschleppt hat und gesagt hat, warte hier, setz dich mal dahin, peng, hatte ich auf einmal los. Ohne, dass du wolltest? Das hat sie auch beim Friseur gemacht. Ja. So, wir gucken uns mal an, ob das stimmt. Ja! Yes! Also, der erste Punkt für Team Joko und Klaas, ein weiterer für Sido und Teddy. Er sieht ein bisschen mehr aus. Erklär mal ganz kurz hier, warum das mit Klaas in Verbindung gebracht? Ja, bisschen zu schmierig. Du hast gesagt, das ist Joko. Klaas, das war für dich. Ja, Joko auf jeden Fall, ja, okay. weil er so ein längliches Gesicht hat und so, und weil er so guckt. So traurig guckt, ne? Sieht ein bisschen aus wie Young Horn, ja. Ja, stimmt. Gut. Also. Oh. Ja, sehr gut. Boom! Der zweite Punkt für Joko und Klaas. Teddy und Joko ist eindeutig, würde ich sagen. Ich decke es einfach mal auf, mal schauen, ob das stimmt. Klaas. Wir beide einfach safe. Warum so? Weil, pass auf, ja, kannst du ja herleiten, niemand außer dir könnte diese Frisur schneiden. Weil du gelernter Friseur bist. Ich schneide die doch nicht bei mir selber. Wie soll das denn gehen? Natürlich, aber ich dachte, das bist du unter keinen Umständen. So sah ich doch aus schon. Genau so sehe ich aus, wenn der Sommer vorbei ist. Immer, jeden Sommer. Gut. Ja. Und Teddy ja wohl nicht. Ich finde, der sieht aus wie Teddy mit langen Haaren. Ja. Der sieht aus wie Teddy mit langen Haaren? Ja. Gut. Da waren wir uns einig. Also, das bedeutet in diesem Fall, ihr führt 6-2. Nach Runde 2 und nächste Runde entscheidet. Also da geht's ans Eingemachte. Noch mal ganz kurz. Genau, stimmt euch nochmal ein. Das ist mental nicht aufeinander. Doch. Ich wollte nicht streiten, aber das ist doch unlogisch. Also so nein, aber ihr könnt, für mich. Könnt, so sicher, die ihr könnt eigentlich nur noch ins Stechen kommen, Jungs. Ne? Ich sehe aber nicht so eine. Wo erkennt man was von wem wieder? Teddy und Joko ab in die Kabine. Was von wem wieder? Ja. Ihr geht wieder in die Kabine hinten. Das sieht aus wie Menowin Fröhlich. Ich bin noch nicht. Well. So, Tür zu. Also ihr könnt maximal noch ins Stechen kommen, aber dann müsst ihr alle richtig tippen jetzt. Ja, ich weiß das. Ja. Und ihr braucht nur noch einen zum Sieg. Ja, na bitte. Siehste. Gut, wir schauen uns mal an, was wir für schöne Fotos jetzt für euch vorbereitet haben. Das machen wir jetzt. Was ist das? Telefons. Nee. Nein, das sind Grabsteine. Oder beziehungsweise also Plätze, an denen Menschen unter die Erde gebracht wurden. Gut, nehmt euch eure Namensplättchen. Welches Foto weckt welche Assoziation zu welcher Person? Ich bin jetzt einfach ganz ehrlich. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. So. Also, Sido, ohne Handy nicht so richtig vorstellbar. Du machst viel mit deinem Handy, ne? Aber doch nicht so ein Klappding. Naja, nicht mehr. Ja klar, der ist ja gestorben, da gab's nur das. Dann Teddy, würde ich sagen, ist ein Frauentyp. Der größte Frauentyp von uns allen hier. Joko mag's nicht so richtig, also da braucht's mindestens den Taj Mahal. Und hier weiß ich die einfachen Denkstrukturen von Joko. Der hat ja mal angeboten, dass er, wenn ich vor Joko sterbe, hat Joko mal angeboten, dass er mich bei sich im Garten beerdigt. Und ich kann mir vorstellen, wenn er das selber macht, wie das dann aussieht. Und ich denke mal, mein Grab würde dann im Garten von Joko ungefähr so aussehen, wenn dann die Nachbarskinder mit dem Fußball dreimal draufgeschossen haben. Gut, wir sind gespannt, was Teddy und Joko jetzt machen werden. Ihr dürft wieder reinkommen. Also, Klaas, auf die Seite bitte. Ganz wichtig, ihr müsst 4 Übereinstimmungen haben.
Joko und Klaas und Teddy und Sido keine. Ah, nee. Boah, ist das schwer. Siegessicher hat er gelacht. Ah, oh, das ist schwer, das ist tricky. Das ist ganz mies ja, ausgewählt, weil... Ja, Entschuldigung. Nee, weil das Ding ist, ich finde alles, was ein Telefon ist, wahnsinnig witzig. Ja? Ich treibe Klaas damit in Wahnsinn, dass man immer alles in die Hand nimmt und einfach so tut, als wenn es ein Telefon wäre. Deswegen ist das natürlich jetzt total naheliegend, dass das der Telefonmann mein Grabstein ist. Aber auf der anderen Seite ist der mit dem Hasen oben drauf, weil ich halt sehr gerne Hasen mag. Weißt du, was bei mir das Ding ist? Die zwei, das ist Sido für mich, die beiden. Ja? Ja? Ja. Na, ich glaube eher, dass das Sido ist. Nee, Sido denkt bestimmt, ich bin das. Na, weil... Weil ich habe Kommunion gemacht. Weil ich sag mal so, Sigi, ne? Wenn du weiterhin so mit dem Geld prasst. Immer hier, ne? Den hier. Das ist Sido. Ich krieg übrigens noch 500 Euro von dir. Wenn ihr gewinnt. sehr gut eingesetzt. Also du hast dich auf jeden Fall schon mal entschieden. Ja, Teddy, ey, ganz ehrlich. Wenn es einen Playboy in dieser Runde gibt, dann ist es Teddy. Okay. Corona auf einmal egal, oder was? Scheiß drauf, ja. Gut, also, kommt mal her, alle vier. Was hab ich? Sido, Klaas, ernsthaft. Joko. Hab ich eine Wurzel? Übereinstimmung, Klaas, sagt ihr. Warum, Teddy und Joko? Hab ich schon hergeleitet. Kommunion. Klaas, Kommunion? Ja, erst habe ich gedacht, weil ich Kommunion gemacht habe, aber dann Klaas hätte auch Kommunion gemacht. Ich bin Heide, tschüss. Bitte. Kommunion und Firmung. Okay, also, wenn ihr beide richtig liegt, ja, dann hätten Sido und Teddy auf jeden Fall gewonnen. Weil sie nur einen Punkt brauchen. Seid ihr ready? Ja. Boom! Ah, Klausi! Ah. Sehr gut. Meine Bescheidenheit? Warum? Ich spring mal ein bisschen. Das ist so falsch. Ja, aber von denen allen nehme ich das. Aber deine eigene Herleitung? Teddy, guck mal hier. Na, von denen allen ist das mein Glaube. Du hast gesagt, Sido passt perfekt. Du hast gesagt, Teddy. Weil er ein Playboy ist. Weil er ein Playboy ist. Warum hast du Sido dahin geklebt? Weil er mich verwirrt hat. Davor war ja was anderes. Davor war ja Joko da. Steht 6-3. Ich decke das Ganze auch auf, wenn ich es kann. Punkt für Joko und Klaas. Was mache ich da? Was mache ich da? Wie, das ist dein Grab? 6-4. Und mit dem Handy hattet ihr alle ganz bunte Assoziationen, habt tausend Dinge gedacht. Mann, ey. Ihr habt gesagt, es ist Joko. Ey. Joko, weil du mit allen Dingen telefonieren musst, die du in die Hände kriegst oder die du siehst. Stimmt das? Ey, guck mal, Joko hat das selber gedacht. Nein. Aber die haben auch keinen. Weißt du, warum, warum ich dich gewählt habe? Schaut es euch an. Damit gibt es hier auch keine Übereinstimmung. Und das bedeutet, 6-4 habt ihr gewonnen. Corona! Ihr hättet alle vier richtig machen müssen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Rache geglückt. Teddy und Sido, meine Damen und Herren, diesen Mann können Sie auf Tour erleben. Sollten Sie. Jungs, vielen Dank.